Das ist ein Zebrastreifen. Kann einem im Straßenverkehr manchmal begegnen. Man möchte meinen, dass alle einen Zebrastreifen erkennen. Hoffentlich. Hier an der Kreuzung an der Georgenstraße geht man lieber auf Nummer sicher. Mit einem Schild. Und noch einem Schild. Oh, da ist noch eins. Und auf der anderen Seite sind auch noch welche. Insgesamt 16 Schilder warnen vor 4 Zebrastreifen. Das müsste doch die sicherste Kreuzung in ganz München sein, oder? Nein, da fühle ich mich gar nicht sicher, weil keiner mehr weiß, wo er anhalten soll und wo er Vorfahrt hat. Nein, ich finde das also nicht besonders gut ausgedacht. Ich glaube, es ist gut, weil die Autos sind langsam fahren. Vielleicht gibt es eine bestimmte Problematik, die wir noch nicht wissen. Ist überflüssig, weil jeder weiß ja, was ein Zebrastreifen bedeutet, ja. Aber es gibt ja viele, die einfach stur sind und gar nichts mehr sehen. Vielleicht ist das für die gedacht, dass sie das endlich mal sehen. Er hat den Stein ins Rollen gebracht, Gerald Kleffmann. 2019 ist ihm der kuriose Schilderwald aufgefallen. Sein Foto ging direkt viral. Museumsreif nach wie vor, ja. Also Schilderwahnsinn einfach nach wie vor trotzdem, ja. Und das Unglaubliche ist, ich wohne ja auch schon vor der Kreuzung da, also bevor diese Schilder da standen. Gefühlt passierten mehr Unfälle trotz dieser Schilderflut, ja. Weil die Leute sind gerade in so einer Stresssituation, die fahren in die Kreuzung rein und haben praktisch mehrere Vorfahrten, die sie beachten müssen. Und es hat hier schon mehrmals richtig geknallt. Und dabei ist die Zahl der Schilder zurückgegangen. Noch vor ein paar Jahren waren hier sage und schreibe 32 Zebraschilder. Jetzt nur noch 16. Der Stadtrat Florian Schönemann findet die Anzahl der Schilder hier passend. Weil oft einfach Kfz-FahrerInnen sich nicht so dran halten. Also die nehmen halt öfter die Vorfahrt. Also wir sehen ja, es ist auch ein Schulweg und halt der Weg zur U-Bahn. Und das ist einfach wichtig, dass man die Leute halt darauf aufmerksam macht, dass sie halt hier die Vorfahrt gewähren und die zu Fuß gehen dann die Vorfahrt haben. Am Ende muss die Sicherheit natürlich vorgehen. Aber bei so vielen Schildern kann der ein oder andere Autofahrer auch schnell die Orientierung verlieren.